Bei der nächsten Übung stellen Sie sich bitte in einen aktiven Stand, das heißt etwa schulterbreit, in den Kniegelenken und Hüftgelenken leicht gebeugt. Führen Sie die Handinnenflächen vor dem Körper zusammen, atmen Sie noch einmal ein und mit der Ausatmung führen Sie die Hand in einer Art Brustschwimmbewegung so weit es geht nach oben. Schieben noch einmal oben nach. Mit der Ausatmung führen Sie die Hände seitlich nach unten. Kommen wieder den Handinnenflächen zusammen und wieder nach oben, so weit wie möglich. Führen Sie diese Bewegung mindestens 5-mal durch. Sollten Sie Schulterschmerzen haben, empfehle ich Ihnen, die Hände nach vorne zu führen. Die Handflächen so weit wie möglich nach vorne führen und wieder heranziehen.